So, meine Freunde, willkommen zurück zur weiteren Folge von The Legend of Zelda, hätte ich schon fast gesagt. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Sonne mit Medium Regi. Und heute machen wir weiter auf Route 12, die wir aber sobald wahrscheinlich verlassen. Zumindest gehe ich davon aus. Und ja, ich wollte eigentlich nur noch den Wasserteil hier machen. In der Hoffnung, dass es hier vielleicht irgendetwas gibt. Vielleicht wieder irgendein Schwimmer, der sich so denkt: Ach ja, die Küste hier ist so schön. Ich möchte hier rumschwimmen. Aber irgendwie scheint das nicht der Fall zu sein. Ich habe aber in Erfahrung bringen können, ihr habt ja eben gerade diesen komischen Schudler gesehen, man kann hier tatsächlich Knöpfe fangen. Das ist dieses komische Pokémon, was wirklich fast sämtliche Farben hat und... Nice, AP Plus. Ja. Vor Erstschlagattacken geschützt ist. Es ist ein sehr interessantes Pokémon. Wasserpsycho ist es, glaube ich, vom Typen her. Und ja, das bringt definitiv ein bisschen was an Style rein. Hey, Regi! Oh, du schon wieder. Chris hat mir alles erzählt. Du hast ihm geholfen, seine neue Maschine zu testen, mit dem man Herrscher-Pokémon anlocken kann. Kommt mir bekannt vor. Also haben wir beide unsere Prüfung bestanden. Klasse. Ob wir dadurch ein bisschen stärker geworden sind? Ah, du bist ja sowieso ein echter Top-Trainer und deshalb schenke ich dir das hier. Ah, und unsere mobile Item-Datenbank oder unser mobiler Itemschrank Tali gibt uns mal wieder ein Item. Unser Top-Trank. Sprecht ruhig noch etwas lauter, damit euch auch noch alle auf der Insel gut hören können. Und Gladius auch am Start. Wow, wo kommst du denn her? Team Skull ist auf der Suche nach einem Pokémon namens Cosmog. Wisst ihr etwas darüber? Was? Wir verraten dir gar nichts. Ja, ihr wisst also was. Cosmog selbst ist nicht besonders mächtig, aber es besitzt die Fähigkeit, unglaublich starke Pokémon zu rufen. Im schlimmsten Fall könnte es damit eine Katastrophe in Alola auslösen. Eine Katastrophe? Was können wir dagegen tun? Beschützt es, koste es, was es wolle. Ich weiß, ich arbeite für Team Skull, daher traut ihr mir nicht über den Weg. Aber ihr tätet gut daran, auf meinen Rat zu hören. Beschützt Cosmog um jeden Preis. Und weg ist er. Obwohl ich mich schon frage, woher Team Skull überhaupt von seiner Existenz weiß. Was meinst du damit? Hey, wo willst du hin? Wir sind doch noch nicht fertig. Gladius, echt ein mysteriöser Kauz. Regi, was passiert mit Lilly, wenn sie Cosmog finden? Ich verstehe zwar nicht so genau, was hier vor sich geht, aber wir müssen Lilly und Cosmog auf jeden Fall beschützen. Und das können wir am besten, wenn wir noch beide stärker werden. Also auch zur nächsten Prüfung. Weißt du, ich habe mir vorgenommen, meine Inselwanderschaft abzuschließen, um meinen eines Tages von Kaporiki als Inselkönig anerkannt zu werden. Und wenn es soweit ist, will ich dafür sorgen, dass alle beim Pokémon-Kämpfen auch Spaß haben. Los, der Titel des Champs wartet auf uns, Regi. Alles klar, Talia, auch mal halblang. Titel des Champs? Wir sind doch gerade mal auf der dritten Insel. Was soll denn das? Du bist ein bisschen zügig, mein Freund, ne? Ein bisschen zügig. Naja. Das Pokémon im Gästezimmer wartet schon eine halbe Ewigkeit, sagt sein Trainer. Dieser Trainer muss ein wahres Scheusal sein, sein armes Pokémon so lange allein zu lassen. Was für ein Pokémon handelt? Also, oder was für ein Pokémon ist das denn? Und dass es jetzt hier geht. Schauen wir doch mal nach. Oh, ein Velusi. Oh, Velusi, Punkt, Punkt, Punkt. Wer lässt denn dieses Pokémon hier allein? Welcher Teufel macht das denn? Hör, Papros, auf geht's! Dieser Spruch gerade war das Markenzeichen eines Helden aus meiner Jugend. Hüa, Pampros, hüa. Ist das vielleicht eine Annäherung in irgendeinem Pokémon-Spiel? Ich habe keine Ahnung. Naja, so, wir sind jetzt auf Route 13. Oh, ein Mondstein. Hätten wir jetzt ein Pokémon, das sich per Mondstein entwickelt, wäre das gar nicht mal so schlecht. Los geht's, ich habe vor, das gesamte Meer um Alola umzuangeln. Okay. Gibt's auch wieder einen komischen Teich, wo man Pokémon angeln kann. Wisst ihr was? Ich angel jetzt mal. Haben wir lange nicht mehr gemacht und ich habe jetzt gerade Lust drauf. Frag nicht warum, ich habe einfach Lust drauf. Vielleicht kriegen wir irgendwas Besonderes. Es passt einfach nichts an. Okay. Und jetzt? Ah, jetzt aber. Was haben wir denn jetzt hier für ein cooles Pokémon an der Angel, hä? Irgendetwas, was richtig, richtig edel ist. Loser, den... Loser! Und warum habe ich mir gerade das legendäre L vor die Stirn gehalten? Ihr wisst ja, Zeigefinger hoch. Daumen vertikal. L gebildet, auf die Stirn. Loser, den... Loser. Okay, was ist das denn jetzt hier? Und was... Oh, da hinten ist ein Voluminas. Ob Myla in der Nähe ist? Diese Oase wird nur geschätzt, weil sich um sie herum die Hainer-Wüste erstreckt. Bei den Pokémon-Typen ist das ganz ähnlich. Manche Typen lernt man erst zu schätzen, wenn man selbst einen Typennachteil unterliegt. Ja, okay.
Wahrscheinlich Feen-Pokémon, ne? Das war bestimmt eine Anlehnung an Feen-Pokémon, ich weiß es nicht. Und ey, Wohnwagen. Was geht denn hier ab? Team Skull ist aus einer Gruppe entstanden, die einer früheren Inselkönigin als Boss hatte. Oder einen früheren Inselkönig als Boss hatte, wusstest du das schon? Warte mal, echt? Warte mal. Team Skull ist aus einer Gruppe entstanden, die einen früheren Inselkönig als Boss hatte. Bromley ist ein Inselkönig gewesen? Okay. Wusstest du das schon? Aber irgendwann haben die übelsten Stress mit den Kapo gekriegt und dann hat sich der ganze Laden ausgelöst. Naja, der Großteil. Niemand weiß, wer zum Inselkönig ernannt wird. Die Leute sind den Launen der Kapo-Pokémon ausgeliefert. Ha. Okay, Bromley war mal Inselkönig. Oder wie? Vielleicht habe ich gerade auch irgendeinen Denkfehler drin, aber ich glaube, das heißt, streng genommen. Was willst du von mir? Du kannst doch nicht einfach so reinspazieren. Ich habe doch gar nichts gemacht. Geh einfach wieder, oder willst du Ärger? Ich will Ärger. Was? Mir passt das jetzt ganz zeitlich leider gar nicht. Und ich würde dich eh zu klein als verarbeiten. Deshalb schenke ich dir das hier. Komm wieder, wenn du richtig übel hast. Ah, da muss man nur die Leute mal ein bisschen nötigen und dann kriegt man Items hier. Danke. Irgendwo tief in der Wüste liegen die Ruinen des Gedeihens verborgen. Aber da die Winde ununterbrochen den Sand verwehen, sind sie nur schwer zu erfinden. Will uns Caputo damit vielleicht sagen, dass es von uns in Ruhe gelassen werden will? Mogel, Mogel? Hi Mogelbaum, was geht ab? Alles fit bei dir? Ich hoffe doch schon. So, was ist mit dir? Dutan, komm mal, Dutan. Krasses Pokémon. Molovidas. Und wer sind sie? Die Heinerwüste ist ein natürliches Labyrinth. Um sie zu durchqueren, muss man sich angeblich die Steinkapsel genau ansehen. Es heißt, die Zahlenfolge 2143 sei der Schlüssel zum Erfolg, was das wohl bedeutet. Okay, wo ist denn die Heinerwüste? Ja gut, okay, der müsste hier oben sein, oder? Aber ich komme da noch gar nicht rein. Alola, junger Trainer von Inselwanderschaft. Ich bewache diese Barriere des Captains. Soll das erst passieren, wenn du die Prüfung vom Typ Geist bestanden hast? Haben wir leider noch nicht. Ja gut. Schön, dass ihr mir das sagt, dann gehe ich halt noch nicht in die Wüste rein. Affen. Ich habe gerade niemanden beleidigt, nein. Irgendwas beobachtet mich. Da bin ich mir sicher. Mir läuft das gleich gerade den Rücken runter. Vielleicht hast du auch einfach nur Paranoia. Na, das könnte natürlich auch sein. So. Gibt es hier irgendwas Wichtiges? Sieht jedenfalls nicht danach aus. Alright. Dann wollen wir uns doch einfach mal weitergeben. So, was ist das denn jetzt? Ist das Dorf der Kapu. Oh, das war ja auch unser Ziel. Das ist also das Dorf der Kapu. Hier erschienen einst die Kapu, um Mount Lanakila zu beschützen. Jenen Berg, der Mond und Sonne sehr nah ist. Heute erinnert nur noch der Name dieses Ortes an jenes denkwürdige Ereignis. Ich mag aber solche Ereignisse. Die haben immer was Mysteriöses und sind episch und... Ist hier tatsächlich gar nichts? Komisch. Und Tali ist mal wieder hier. Na... Winke, winke. Puh, hey Regi, das Aether-Haus. Warte, doch. Hä? Warte mal. Das Aether-Haus, in dem sich der Captain aufhält, muss ganz in der Nähe sein. Oh, Bauarbeiter, wie der Professor es gesagt hat. Auf dem Mount Lanakila entsteht wirklich eine Pokémon-Liga. Der Pokémon-Professor hat mir erzählt, dass man in der Pokémon-Liga der anderen Region gegen vier superstarke Trainer, die sogenannten Top 4, antreten muss. Ein Kampf zwischen den Top 4 und den Inselkönigen bzw. Inselköniginnen, das wäre doch spannend, wer wohl gewinnen würde. Na, ich gehe eigentlich fest davon aus, dass sie Top 4 gewinnen würde, aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Ohne jetzt hier die Inselkönigin Geschlecht reden zu wollen, aber naja. Der verlassene Laden. Solltest dir zweimal überlegen, ob du da reingehen willst. Dort wimmelt es nämlich vor Geister-Pokémon und ehe man sich versieht, lassen sie eigentlich mehr gehen. Viele Leute sagen, dass Caputoro sei schuld daran, dass der Laden dicht machen musste. Jezornig nennen sie unseren Schutzpatron. Aber wenn du mich fragst, sind wir Menschen selbst schuld daran. Wer kam auf die blöde Idee, einen Supermarkt auf den heiligen Boden Caputoros zu bauen? Ja, wenn Caputoro echt dafür verantwortlich war, ist das gar nicht mal so nett von ihm gewesen. Sag mal, hast du zu wegen Apollo dabei? Wenn ja, würdest du es vielleicht gegen einen Gearock tauschen? Ich habe da ein Gerücht über die zwei gehört und ich würde der Sache gerne auf den Grund gehen. Sorry, geht leider nichts. Attacken wie Absorber oder Megasauger rauben den Gegner KP. Ich frage mich, ob KP je nach Pokémon anders schmecken. Ich gehe darauf einfach mal nicht ein. Was? Der Wissenschaftler Akromas ist sehr stolz auf seinen aufsetzbaren Computer. Wegen seiner ausgeklügelten Wasserkühlung soll er einfach und praktisch in der Benutzung sein.
Not bad. Not bad, not bad. Akroma Supercomputer. Und, ach ja, stimmt. Der Laden hat doch jetzt auch noch neue Waren für uns, ne? Der Pokémon Supermarkt. Was hat denn der jetzt hier für uns parat? Ich weiß es gar nicht, was jetzt hier neu ist. Vielleicht Topschutz oder so. Boah, holen wir mal Topschutz. Kann ja nicht schaden. Wir haben ja der einen Dame eh den Gefallen getan, dass wir ihre Verlusi gesammelt haben. Dafür haben wir 15.000 bekommen und die können wir ja gleich wieder reinvestieren. So, Dorf der Kapus. Gibt es hier irgendwelche Pokémon? Oh? Okay. So, jetzt muss ich noch das Gras hier suchen. Ich glaube, hier runter geht's nicht. Na, das ist die Route 14, da müssen wir nicht lang. Laut Karte, laut Rotom, müssen wir da oben hin. Da wollen wir auch erstmal hin, denke ich. Wir können ja, wenn wir merken, dass wir dann irgendwie nicht hier zurück müssen, was anderes machen. Wenn man seine Schätze in der Blase von Aranesto verschauen könnte, wären sie dort bestimmt sicherer als jeder Tresor. Okay, ich glaube, hier ist es gemeint. Was gibt es denn jetzt hier? Das interessiert mich. Was gibt es denn jetzt hier für Pokémon? Schnäppke. Okay. Also ich sehe hier gerade, hier soll es bevorzugt Eis-Pokémon geben. Und eins dieser Pokémon passt doch ziemlich gut ins Team. Gerade wenn ich mir dann überlege, was das dann wird, wenn es sich entwickelt. Okay. Du bist eigentlich nicht gemeint gewesen, Mr. Trump. Mr. Trump, da ist die Tür. Mr. President. Also, schön und gut, dass Sie gewählt worden sind, ja. Aber Sie müssen jetzt nicht mein Spiel oder sowas in der Art damit invasieren. Invasieren, hätte ich schon gesagt. Invasieren? Invasieren. Ist das ein Wort an sich? Invasieren? Invasieren? Ich weiß es gar nicht. Okay, ich mache noch zwei Versuche. Und wenn das Pokémon dann nicht auftaucht, werde ich mir das offscreen besorgen. Und dann müsst ihr euch überraschen lassen, welches Pokémon ich mir fangen werde. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Retro-Pokémon in Alola-Form. So viel kann ich vorwegnehmen. Ein Retro-Pokémon in Alola-Form. Na, hat es bei den ersten von euch schon einen Klick gemacht? Was für ein Pokémon das sein kann? Nein. Nein, 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 nein! Du warst nicht gemeint. Du warst absolut nicht damit gemeint, Belieber. Verschwinde. Ich meine, ich finde dich nicht schlecht, Belieber, ja? Aber nein. Einfach nur nein. So, letzter Versuch. Pokémon, entweder tauchst du jetzt auf oder ich werde dich halt offscreen fangen. Und? Nee. Absolut gibt's ja auch. Damit habe ich ja jetzt gerade gar nicht gerechnet. Na gut. Komm, einen Encounter nehme ich noch mit. So direkt am Gras, damit ich so direkt da rausrennen kann, falls es nicht auftaucht. Also, und? Kriegen wir was? Leider nicht. Mr. Trump hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Leute, ihr könnt euch alle jetzt bei Mr. Trump bedanken. Sie Penner. Was? Ne, vergessen wir das. Dann suche ich das Pokémon lieber doch offscreen. Ehe ich mich hier jetzt dumm und dämlich suche. Okay, was haben wir denn so Feines hier? Wir Prüfungshelfer sind dazu da, euch auf eurer Inselwanderschaft zu unterstützen. Meine spezielle Aufgabe ist es, die Stärke der jungen Generation zu messen. Deshalb möchte ich, dass du alle Trainer auf der Route 15 besiegst und dann zu mir kommst. Okay, die merken wir uns auf jeden Fall. Was steht da? Route 15, düse mit der Heidore rum. Okay. Warte mal, das ist ein Ass-Trainer. Das ist ein Ass-Trainer. Okay. Hallo, oder? Ich gehe natürlich gleich ins Aether-Haus. Ich schaue mich hier nur nochmal ein bisschen drumrum rum. Ass-Trainer Dominik. Ich weiß gar nicht, wie viele Trainer es denn hier auf der Route gibt. Sandan. Oh, ein Alola Sandan. Das gibt es in unserem Spiel nicht. Was an sich sogar ein bisschen schade ist, weil ich hätte das schon gerne ins Team genommen. Einfach wegen der Typenkombination, die super, super einmalig ist. Typenkombination ist nämlich Eis-Stahl und das schon als Sandan. Das macht dieses Pokémon meiner Meinung nach echt krass. Gerade weil es auch noch so Angriffe wie Eisenschädel hat, wie wir hier sehen. Und die können, selbst wenn die resistet werden, massivsten Schaden austeilen. Ganz nebenbei ist das Ding auf Level 32. Nochmal als Anmerkung.
So ein Knogger. Das ist wahrscheinlich auch ein Alola-Knogger, oder? Ich habe leider kein gutes Pokémon dagegen, außer Jurap. Ich hätte gerne auf Jurap verzichtet. Wisst ihr, was ich gerade merke? Wir können unseren Z-Stein aktivieren auf diesen Knogger. Alola-Knogger. Here we go. Geist. So, Regen, der noch auf sie raufplätschert. Okay, definitiv meine Lieblings-Set-Attacke bis jetzt. Definitiv meine Lieblings-Set-Attacke bis dato. Also dieser Z-Angriff, der war echt geil. So, was haben wir hier? Diese Garner von Team Skull transportieren die Pokémon, die sie klauen, per Schiffe ab. Das ist echt total also. Pokémon, die hier per Schiffe abtransportieren, muss echt nicht sein. So, ist das ein Trainer da hinten? In dieser Gegend treibt sich in letzter Zeit ein fein angezogener Herr herum. Aber im Moment ist er offenbar nicht da. Okay. Wer kann damit nun gemeint sein? Und hier hinten müsste ein Item sein, denke ich. Jo. Das sieht man einfach daran, dass hier so ein Busch ist. Und zwar irgendwo und nirgendwo. Okay. War das eigentlich der einzige Trainer? Das wäre lustig. Das war nicht der einzige Trainer, oder? Ah, nee, da fehlen noch ein paar Trainer. Okay, dann gehen wir jetzt auch einfach mal in dieses Team Ava Haus und schauen, was sich hier drin verbirgt. Oh, ein Kommandoton. Und Tali ist auch am Start. Wow, ey, das ist also das Aether-Haus. Oh, jemand Neues. Was ist denn mit euch los? Ihr müsst kämpfen, ihr müsst kämpfen. Wie, wo, was? Wir passen hier auf, bis Lola wieder zurück ist. Okay, wir müssen uns also die Zeit mit kleinen Knirpsen vertreiben. Na dann, Vorschüler Erik, was geht ab? Was hast du denn für ein Pokémon? Illikit. Ja, okay, ich muss gestehen, Illikit ist süß. Das Illikit war nämlich das erste Plüschi-Pokémon, das ich damals bekommen habe. Ich glaube, den habe ich ziemlich genau zu meinem 7. Geburtstag von meiner Schwester geschenkt bekommen. Das war eine wirklich sehr, sehr süße Aufmerksamkeit von ihr. Und ja, das Illikit, das war echt super putzig. Also ich mag das Illikit. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich mit Illikit vor allen Dingen etwas sehr, sehr Großes verbinde. Ich kämpfe wie ein Großer, gar nicht schlecht, oder? Kannst du deinem Mangunia mal sagen, dass der Kampf vorbei ist? Ach, das tut weh. Mann! Da bin ich wieder. Ich sehe, ihr habt euch schon kennengelernt. Meine Einkäufe sind jedenfalls erledigt. Ist das hier die Ziehmutter oder was? Wir kennen uns besser. Wir kennen uns besser als es mir lieb ist. Nano, wo ist denn Lilly? Lilly ist bei Hapu geblieben, aber sie kommen bald nach. In der Zwischenzeit könnt ihr doch eine Prüfung absolvieren. Welche? Na, meine natürlich. Ich bin schließlich ein Captain. Sag bloß, das wusstet ihr nicht. Das war schon anzunehmen, oder? Bei dem krassen Charakterdesign von ihr. Meine Prüfung findet in einem verlassenen Laden in der Nähe statt. Warte vor dem Aether-Haus auf mich, dann führe ich dich persönlich dorthin. Okay, das heißt, wir gehen dann gleich einfach mal raus, nehme ich an. So, weitere Seigrad-Würfelstückchen, die wir hier erhalten. Sind auch gar nicht mal so verkehrt. Kann man immer wieder gebrauchen. Und, was haben wir hier noch? Ein Kreislaus. Na, süß. Schade, dass ich nicht mitnehmen kann. Nachdem ich weiß, dass du jetzt so einen richtig coolen Pokémon wirst. Okay. Was soll das? Lass das bitte! Hey, was denn? Deine Handtasche hat sich plötzlich bewegt. Da wird man doch wohl neugierig sein dürfen. Es könnte ja ein seltenes Pokémon drin sein. Die klauen wir nämlich, um uns was dazu zu verdienen. Aber auch ein wenig seltenere Pokémon bringen Geld ein. Also lass mal rüberwachsen. Hey, was soll das? Willst du Stress? Regi! Ja, schon klar. Jetzt kommt der mutige Trainer, der das Mädchen in Not beschützt. Aber die doofe Masse, ich dir. Wart's ab! Ey, komm ran, Lan. Ich kann auch rumpampeln wie so ein richtiger bekloppter Verrückter, ja? Ich klatsch dich weg. AMK. So, Team Skull-Rippel fordert diese Kaffee heraus. Wer bist du denn? Beziehungsweise was benutzt du? Ein Traumato also. Traumato. Kennen wir doch schon seit der ersten Generation von Team Rocket. Und auch denen hat das nichts wirklich was gebracht. Aber Level 33. Die Gegner kommen wieder vom Level her näher. Was ich gut finde. So, hingegen können die jetzt hier einfach mal Blutsauger benutzen. One-Hit-KO! Und das ohne Step. Naja, Spitzerin hat halt gar nicht mal so einen niedrigen Angriff. Und Blutsauger ist mittlerweile sogar ein echt brauchbarer Angriff geworden. Mit einer Stärke von 80. Okay. Ja. Okay.
Okay, genug. Mein Bro Tomato sieht auch schon ziemlich gelangweilt aus. Tschüssikowski. Mach's gut, du Versager. Und weg ist er. Oh, vielen Dank, Regi. Ich wollte mich auch einmal wie ein Trainer fühlen und war gerade ein wenig spazieren. Ich hatte mich von Harpo verabschiedet, da wollte Wölkchen plötzlich aus der Tasche hervorkommen. Los, Wölkchen, du solltest dich auch bei Regi bedanken. Piu! Ich würde mich gerne hier bei dir bedanken. Hoffentlich werden sie dir auf deiner Inselwanderschaft ein wenig von Nutzen sein. Ah, Luxusbälle. Woher hast du die denn, du luxusverwöhntes Girl? Ich habe gerade meine Besorgung gemacht, da habe ich sie aus einer Laune heraus gekauft. Oh Mann, Frauen. Oh, Lilly. Alles okay mit dir? Du siehst sehr erschöpft aus. Danke, Lola. Ich denke, das werde ich auch tun. Ach so, ich habe den einen Teil gar nicht vorgelesen, was sie tun soll. Naja. Meine Prüfung findet an einem Ort jenseits des Dorfes der Kapu statt, Regi. Komm einfach am besten mit. Und das müsste jetzt auf Route 14 stattfinden, richtig? Ja, das haben die NPCs uns ja auch gesagt. Wo sich hier der verlassene Laden befindet. Okay. Die nächste Prüfungsstätte bringt irgendwie... Keine Ahnung, was er gesagt hat, aber gut. Ich gehe doch mal durch. Einfach aus Jux und Dollerei, und weil ich das gerne in die Part haben würde. Alter, Absol hat eine sehr niedrige Fangrate. Auftretenswahrscheinlichkeiten. Das Pokémon, was ich suche, hingegen... eine relativ hohe. Aber irgendwie will das nicht auftauchen. Ich glaube, ich bin gerade einfach nur never lucky. So, schauen wir mal. Kein Pokémon-Encounter. Was soll das denn? Von hier aus kommst du einfach... Von hier aus musst du einfach Route 14 folgen. Dann kommst du wie von selbst zu einem verlassenen Laden. Das ist die Prüfungsstätte. Okay, und da findet dann die nächste Prüfung statt, habe ich gehört. Alles klar. So, hier haben wir erstmal wieder die Route 14. Hier gibt es Trainer. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, hier hoch kann. Und ein Top-Trank, nice. Ist da irgendwas? Krabux. Krabux. Was macht ihr denn hier? Seid ihr einfach nur hier, um das Ambiente ein bisschen zu verfeinern? Ich glaube sogar tatsächlich, dass es so ist. Und hier gibt es wieder Trainer. Ah, ich nehme lieber erstmal den Angler mit. Der sieht mir einfach aus. Na sowas, die Angel, die du da hast, die stammt doch von Tracy. Habt ihr gesehen, wie der da rumhampelt? Er ist mal vorgebeugt, wie so ein richtiger Quasimodo. Also, was willst du von mir? Angler Lars fordert dich heraus. Angler Lars, was möchtest du von mir, hä? Mit deinem Barschwar? Bitte nicht so ein krasses Pokémon, ich hab schon Angst, ey. Oh, wir schlottern die Knie. Okay. Angler Lars. Mit einem Level 30er Barschwar. Irgendwie ist das komisch von den Leveln her. Ja gut, okay, wir konnten vorher wieder auf Route 14. Also vor dem Team Skullrüpel. Deswegen sind die vom Level her nicht so ganz top. Ich dachte die ganze Zeit, die Levelkurve ist nicht gut, aber ja, an der Levelkurve liegt es ja eher weniger. So, wechseln wir mal raus gegen Gyarados, und zwar auf Herc. Klasse Ruf, den muss ich mir angewöhnen. Klasse, klasse Ruf von diesem coolen Herc. Okay. Gyarados sollte selbst mit dem Bedroher immer noch auf mindestens die Hälfte runtergehauen werden mit dem Funksprung. Na, es wäre sogar ein One-Hit-KO gewesen. Es wäre ein One-Hit-KO gewesen, ohne den Effekt von Bedroher. Aber gut. Immerhin kriegen wir die Paralyse, kriegen so das Gyarados jetzt hier aus dem Spiel. Und, well done. Also gut gemacht, Herc. So, das war's nämlich erst schon wieder mal für diese Folge von heute, Leute. Wir sehen uns dann zur nächsten Episode wieder, wenn wir die Prüfung hier angehen. Und wahrscheinlich auch die Prüfung beenden. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich werde mir zu Anfang der nächsten Episode dann den Encounter raussuchen, und zwar unser neues cooles Pokémon. Und bis dahin, haut rein, macht's gut, bleibt auf TikTok und ciao, euer Rigi.